Hallo ihr Lieben, heute möchte ich euch das Buch Sveas Wanderung aus dem Karl Auer Verlag näher zeigen. Das Buch hat 36 dünne Seiten, kostet 19,95 € und wird für 3- bis 5-Jährige empfohlen. Hier geht es um die beiden besten Freunde Svea und Heiko, die praktisch unzertrennlich sind. Doch eines Tages trennen sich ihre Wege, weil Heiko plötzlich entscheidet, einen anderen Weg zu gehen als Svea. Svea ist traurig und weiß nicht, weshalb er fortgegangen ist und was sie nun tun sollte. Doch dann entscheidet sie, sich nach einem Rat der Kiefer ihren eigenen Weg zu gehen und nicht aufzugeben. Und so schafft sie es ganz allein auf die Bergspitze. Und als sie da oben steht, erreicht auch Heiko den Berg. Ja, die schöne Botschaft dieses Buchs ist meiner Meinung nach besonders für Kinder, aber auch manche Erwachsene wirklich wichtig. Manchmal trennen sich die Wege eben, doch wenn es so sein soll, findet man wieder zueinander. Gerade in den Kinderjahren wechseln Freundschaften eben stark und manche Kinder sind schwer betroffen davon. Es ist also schön, wie es hier in diesem Buch einfach vermittelt wird und vor allem ja gezeigt wird, dass man dennoch seinen eigenen Weg gehen sollte, auch wenn es einem schwierig erscheint. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal und schaut auch sehr gerne meine weiteren Videos an. Macht's gut!